Was geht ab, meine Nafris? Mein Name ist Sofian. Ich darf euch wieder herzlich begrüßen zu einem neuen Video. Heute ein ganz, ganz, ganz besonderes Video, denn es wird brenzlig für PDD. Okay? Sagen wir, machen wir das ganze Ding mal zur Seite mit PDD, zertifizierter Jäger, dies, das, jenes. Sondern es wird wirklich brenzlig. Denn jemand aus PDDs Umfeld hat heute auf einer der ganz großen amerikanischen TV-Sender das erste Mal Details über die Freak-Off-Tapes veröffentlicht. Okay? Das ist ein Thema heute. Des Weiteren wurde eine Liste veröffentlicht von den Voraussetzungen, die man haben musste, um überhaupt auf einer PDD-Party gehen zu dürfen. Okay? Das sind die heutigen Themen des Videos und ich würde sagen, wir schauen gemeinsam rein. Let's go. Was habe ich da gerade gehört? Eine Liste, genauer gesagt eine Anforderungsliste, was man auf Sean Combs Party auf keinen Fall tragen darf. Moment mal, warte eine Minute, warte. Du darfst 140 Pfund nicht überschreiten. Vergiss... Wie viel sind 140 Pfund? Ich denke, das wird wahrscheinlich für die Frauen gegelten haben. Gehe ich mal stark von aus. Aber wie viel sind 140 Pfund? Also, man durfte nicht mehr wiegen als 63 Kilo und das als Frau. So, das war anscheinend einer der Voraussetzungen, was natürlich auch maximales Bodyshaming ist. Was aber auch, ich meine, am Ende wissen wir alle, dass Body Dysmorphia, ja, dass Hollywood eigentlich so der Ursprung von Body Dysmorphia ist und von unrealistischen körperlichen, sagen wir mal, Maßen, gerade wenn es um Frauen geht. Und ja, schon geisteskrank, dass das eine Voraussetzung ist. Die Grand Jury, die sich mit neuen Anklagen beschäftigt. Ich muss mich mit der Liste auseinandersetzen. Kein kurzes Haar, kein Schwabbel, keine Zellulite. Man muss Stilettos tragen, man muss jung und heiß sein. Man muss ein tief ausgeschnittenes Shirt oder Kleid tragen, das Dekolleté zeigt. Also warte mal. 140 oder less, heißt 63 Kilo und darunter. No flab, no Cellulite. Das ist crazy. Also man darf halt keine Cellulite haben und keine, ich glaube flab heißt wahrscheinlich so überstehenden Bauch oder höchstwahrscheinlich Hautüberlappungen. Ich weiß nicht ganz genau. Eins von beiden wird es wahrscheinlich sein. Was aber meiner Meinung nach geisteskrank ist, gerade Cellulite, weiß ich, da gehe ich stark von aus, das haben viele, viele, viele Frauen da draußen. Und das war lange, lange Zeit, soweit ich weiß, etwas, was Frauen auch so generell sich für geschämt haben. Mittlerweile, denke ich, hat sich das schon deutlich gebessert in der Öffentlichkeit, der Umgang mit Cellulite, dass das halt auch einfach zelebriert wird, dass es als etwas Normales gilt. So. Not overly pierced tattooed, also nicht zu sehr tätowiert oder gepierced. Keine kurzen Haare. Guck mal, geisteskrankes Kriterium, jung und heiß. Das ist insane. Like, das ist fucking insane, ja. Der Typ, Alter, ich schwör's, ich glaube, bei denen ist so eine 30-jährige Frau wie so eine alte Oma, habe ich das Gefühl. Dann, revealing provocative clothing. Das heißt, offener und provokanter Kleidungsstil. No pants und no jeans. Keine Hosen und keine Jeans. Keine flachen Schuhe, Stilettos only. Party Dress Attire, also dein Kleid oder dein Partykleid sollte kurz sein. No longer than mid-thigh cleavage. No longer mid-thigh cleavage. Nicht länger als Mitte des Oberschenkels, ja, so eine Art Minirock. Also nicht Mini-Minirock, aber so Minirock. Geisteskrank. Einfach halt, wenn man sich die Liste durchliest, hat man wirklich so das Gefühl, man hat irgendwie das Gefühl, als würde er sein Mahl vorbereiten, so. Ne? Denkt doch mal drüber nach. Er wird ja auch Predator genannt, was ja im Deutschen Raubtier ist. Und man hat so wirklich das Gefühl, dass es so ein, ja, so eine Art Mahlvorbereitung ist. So nach dem Motto, ja, ich will euch so haben, so will ich euch am Ende dann, ne, vor mir stehen haben, damit ich euch verzehren kann. So auf diese Art. Ihre Worte, nicht meine. Das Kleid muss sehr kurz sein. Gerade genug, um die Pobacken zu bedecken. Okay, weißt du, bevor ich mich weiter erniedrige, indem ich Sean Combs Liste laut vorlese, bin ich nicht zur Mercer Law School und zur NYU Law School gegangen, um einen LLM in Verfassungsstrafrecht zu machen, um das zu lesen. Das Kleid muss sehr kurz sein, gerade genug, um die Pobacken zu bedecken. Ich überlasse das dem speziellen Gast von dailymail.com, Keller Brantley,
der ein Star des Daily Mail Podcasts The Trial of Diddy ist. Ich überlasse dir die entblößten und nackten Pobacken. Okay, bevor ich zu dem rechtlichen Problem komme, dem Sean Combs gerade gegenübersteht, seinem neuen rechtlichen Problem, während er über die Bedingungen im MDC jammert und versucht, erneut Kaution zu bekommen, kann ich über diese Liste sprechen, die gerade aufgetaucht ist? Keine Jeans, keine Hosen. Warum keine Hosen? Ich frage mich, warum. Jung und heiß. Stilettos, Dekolleté, kein Fett, keine Zellulite. Glaubt er, dass er besser ist? Erkläre mir die Liste, Keller Brantley. Offensichtlich, Nancy, aus dieser Liste erkennst du, dass er denkt, er sei etwas Besonderes. Wenn dies seine Qualifikationen sind, um an der Party teilzunehmen. Das Interessanteste fand ich, dass eine Waage benutzt wurde, um sicherzustellen, dass diese Frauen unter 63, nun, sie sagt... Es ist halt ungelogen, es ist unglaublich, ne? Wenn man das vergleicht mit Abercrombie und Fitch, hat es so seine selbe Dynamik. Ne? Abercrombie und Fitch war da ja auch so, dass irgendwann männliche Models angegeben haben, dass, ne, wie ich schon vorhin in den Videos erwähnt hatte, dass sobald sie etwas aus der Shape gekommen sind, und wir reden jetzt nicht mal wirklich, dass die, keine Ahnung, weil es ist halt die Modewelt, ne? Da muss man sagen, es ist die Modewelt, die haben dann natürlich auch einen gewissen Standard, aber dass die halt nicht darüber reden, dass sie jetzt, keine Ahnung, 20 Kilo zugenommen haben, sondern vielleicht ein bisschen Muskulatur verloren haben, der Fettgehalt vielleicht 2-3% höher gegangen ist und die wurden halt fristlos gekündigt. So. Und das ist halt einfach, zu dem damaligen Zeitpunkt hat es nicht für viel Aufregung gesorgt, weil es einfach niemanden so wirklich interessiert hat, wenn man ehrlich ist. Die ganze Welt hat eigentlich, um ehrlich zu sein, unter Body Dysmorphia gelitten, weil zu dem damaligen Zeitpunkt wusste man von vieles nicht Bescheid. Man wusste, zum Beispiel damals ist man immer noch davon ausgegangen, dass Hollywood-Stars wirklich so diese Body-Transformations wirklich so naturell hingekriegt hatten. So, und dann hast du die Welt nicht verstanden, weil du hast Schauspieler gesehen, die in 6 Monaten wortwörtlich eine Muskelmasse aufgebaut haben, die auf natürliche Art und Weise dich vielleicht 4-5 Jahre braucht. So, und dann 2-3 Monate später hast du sie in Interviews gesehen und sie sahen einfach normal aus. Die ganze Muskulatur war einfach weg. Und wenn du es auf dieses Level schaffst und dir diese Muskulatur aufbaust, dann sind 2-3 Monate, müsstest du theoretisch gesehen vielleicht etwas weniger aussehen, aber immer noch extrem muskulös. Und ja, ich habe die Welt nicht verstanden damals, als ich noch sehr, sehr jung war. Ich habe es nicht verstanden, weil wenn ich 6 Monate ins Gym gegangen bin, dann hat man halt einfach, klar, Gains gesehen. Aber niemals zum Vergleich, was die Hollywood-Stars da vorweisen konnten. Und irgendwann hat man dann irgendwann verstanden, okay, dieses ganze Gelaber mit 6 Monaten, ich esse nur Hühnchen und Brokkoli und ich mache ganz viel Sport und deswegen sehe ich so aus. Nein, das war einfach nur gelogen. Diese Leute haben gespritzt, diese Leute haben gewisse Sachen genommen. So, natürlich dann auch gepaart mit perfekter Ernährung und dann konnten dann diese Ergebnisse vorweisen. Aber das auf den Kosten von jungen Leuten, die gefühlt wirklich gedacht haben, dass man so in so kurzer Zeit so aussehen kann. Dass sie Ausnahmen machen würden, wenn die Frau besonders groß wäre. Aber wenn du dir die Liste ansiehst, sind es alles sehr erniedrigende Dinge. Wenn du dich nicht daran hältst, kannst du nicht zur Party kommen. Eine weitere interessante Sache ist, dass dies die Vorschriften für Frauen waren. Offensichtlich gibt es dort keine Vorschriften für Männer. Und was wir aus all diesen Klagen herausfinden, ist, dass viele dieser Männer, wen auch immer sie angeblich finden konnten, ob minderjährig oder... Und das sehen wir in vielen dieser Klagen, die diese Woche herauskommen. Okay, was sehe ich da? Sind das Leute auf der weißen Party? Okay, können wir die neuen Anklagen, die die Bundesgrand Jury derzeit erwägt, zurückhalten? Sie haben den ganzen Tag darüber nachgedacht und ich prognostiziere, dass sie morgen wieder über die neuen Anklagen nachdenken. Glaub mir, die Bundesbehörden machen es der neuen Bundesgrand Jury bei Diddy nicht leicht. Dr. Bethany Marshall, ich hasse es, dich gleich am Anfang aufzuregen. Dr. Bethany Marshall, bei uns Autorin von Dealbreaker. Du kannst sie auf Peacock sehen. Sie ist eine renommierte Psychoanalytikerin aus Beverly Hills, erreichbar unter drbethanymarshall.com. Dr. Bethany, ich mache fast schon Witze, wirklich fast schon Witze über diese sogenannte Teilnehmerliste. Es ist fast schon komisch, wie ich Witze darüber mache. Kein Fett, keine Zellulite, niemand über 140 Pfund. Wagen wurden benutzt. Wenn es eine Frage gab, mussten die Dame oder das junge Mädchen auf eine Waage steigen,
Und wenn Sie über 63,5 Kilogramm wogen, durften Sie nicht zur Party kommen. Deine Brüste müssen zu sehen sein. Keine Hosen und keine Jeans. Das ist crazy. Das ist ein crazy Kriterium. Deine Brüste müssen zu sehen sein. Like, wie geier, wie sehr muss man ein Geier sein, um zu fordern? Ich meine, guck mal, ihr müsst überlegen, diese Frauen, ne? Klar gibt es einige, die tatsächlich einfach dahingegangen sind, um die Aufmerksamkeit zu genießen und so, ne? Nicht jede Einzelne, die auf dieser PDD-Party gewesen ist, kann man als Opfer bezeichnen. Manche sind wirklich dahingegangen und wussten ganz genau, was Sache ist. Aber es gibt auch viele Frauen da, die sich wirklich, und da muss man auch ehrlich sagen, die sich wirklich eine Schauspielkarriere erhofft haben oder zumindest Connections in diese Kreise reinzugeraten und sind dann wirklich auch mit dem Gedanken hinzugehen, ich verkaufe so gesehen meinen Körper auf dieser Party und erhoffe mir, dass dabei was rauskommt. Und das Traurige ist halt, dass PDDs, Harvey Weinsteins, Epsteins, R. Kellys, all diese Leute wussten um diese Hoffnung, diese großen Träume, diese großen Hollywood-Träume und diese Maschinerie, die ja in den Medien immer so als kinderfreundlich dargestellt ist. Und was das am Ende des Tages gewesen ist, das war einfach ein Unlockmittel für junge, hübsche Frauen, um diese dann am Ende, ja, körperlich auszunutzen. Glaubt. Mein Punkt ist, dass ich dies einer Jury vorstellen würde, Bethany, weil dies deutlich zeigt, wie er Frauen sieht, wie er sie benutzt und wie er sie behandelt. Nancy, das offenbart so viele Dinge über P. Diddys Charakter. Erstens, diese Frauen sind nur Objekte. Ich denke, er will, dass sie sich so kleiden, nicht nur damit er sie vergewaltigen kann, sondern auch, um andere Männer anzulocken, sie zu vergewaltigen. Denn erinnere dich, er ist auch ein Voyeur. Er sieht gerne Menschen beim Sex zu. Denke jetzt an die Denkweise eines Sexsüchtigen, was er eindeutig ist. Was sie wollen, sind erregende Bilder um sich herum die ganze Zeit. Guter Punkt, um ehrlich zu sein. Gar nicht mal so verkehrt, diese Denkart. Da bin ich gleich selber drauf gekommen. Dann, volles Interview von dem, der das erste Mal im öffentlichen TV über die PDD-Tapes redet und das erste Mal die Details leakt. Schauen wir gemeinsam rein. Der Gast gerade vor einer Bundesgrand Jury ausgesagt hat. Er sagt, dass er im Besitz einer großen Menge digitaler Beweise von Diddys Freak-Offs und Partys war. Sein Name ist Courtney Burgess und er sagt, ein Freund habe ihm 11 USB-Sticks gegeben, die der verstorbenen Kim Porter gehörten. Und wenn Sie diese Geschichte verfolgt haben, wissen Sie, dass Kim Porter Diddys Ex-Freundin und die Mutter von 4 seiner Kinder ist. Versteht ihr, das ist nicht, wir reden hier nicht von einem Freund des Freundes des Freundes, der P. Diddy kennt, ne? Dies ist jemand, der verwandt ist mit der damaligen Ex-Freundin von P. Diddy, Kim Porter, die zu einem gewissen Zeitpunkt verstorben ist. So, und hier muss man einfach sagen, das sind direkte Quellen, so direkte Verbindungen. Und Kim Porter war ja lange Zeit mit P. Diddy zusammen, auch zu den Zeitpunkten, wo die White Party stattgefunden haben, oder die Freak-Offs stattgefunden haben. Ihr Involvement kennt man nicht. Ich denke auch, dass es einfach nur das Vernünftige ist, wenn jemand verstorben ist, diese Person in Ruhe Frieden zu lassen und nicht, sagen wir mal, etwas aufzurollen aus der Vergangenheit. So, aber, diese Person hat vor Gericht ausgesagt. So. Ihr könnt nicht einfach vor Gericht aussagen und irgendetwas Wildes behaupten und sagen, ich habe hier Videomaterial und dieses Videomaterial zeigt, wie P. Diddy Verkehr hat auf diesen Partys. Und dann wird dich natürlich auch der Richter oder das Gericht selber irgendwann dazu fordern, zu sagen, ey, jetzt musst du uns das Videomaterial zeigen. Und wenn du sagst, ich kann es nicht zeigen, so, dann ist es entweder, dann kannst du vielleicht sogar gerichtlich dafür anbelangt werden. Versteht ihr, was ich meine? Deswegen gehe ich mal stark davon aus. Das ist hier wirklich große Sache, meine ich zu sein. Diesen Sticks, sagt der Zeuge, seien insgesamt 8 Videos gespeichert, die 8 verschiedene Prominente bei Diddys sogenannten Freak-Offs oder Partys zeigen. Und das von diesen 8 Prominenten. Der Stick enthielt auch ein Manuskript eines angeblichen Kim Porter-Memoirs.
Ein Memoir, das ihre vier Kinder als gefälscht bezeichnet. Courtney Burgess erzählte seine Geschichte in einem Podcast, bevor er heute vor der Bundesjury aussagte. Unmittelbar danach kam er zu meinem Set und er und sein Anwalt sprachen mit mir. Ich sollte Ihnen sagen, dass er sehr eingeschränkt war, wie viele Details er über seine Aussage preisgeben konnte. Und weil die acht Personen in den Videos, die acht Prominenten in den Videos, angeblich Opfer von Sexualverbrechen waren, wissen wir, wer sie sind. Aber wir werden sie nicht namentlich nennen, berühmt oder nicht. Digga, meine Güte, Mann. Like, ich habe das Gefühl, die ganzen Medien wissen eigentlich schon, wer auf dieser Liste ist, ne? Also jeder weiß das eigentlich, aber jeder hat Schiss davor, diese Namen zu erwähnen. Hier ist nun mein Gespräch mit Courtney Burgess und Ariel Mitchell, seinem Anwalt, beginnend mit der Frage, ob die Teilnehmer in den... Gab es Kameras an Orten, an denen man Privatsphäre erwarten würde, wie Badezimmer? Nun, ich war nie in diesem Haus. Aber das Bild, ja, das ist passiert. Ja, Sie sind sich bewusst. Heimliche Kameras, die an privaten Orten aufnahmen. Also ich habe die Kameras nicht gesehen. Man konnte sehen, wie es war. Die Person war nicht geneigt, wusste von der Kamera, weil ich dort war. Wissen Sie, ich war nicht dort. Ich weiß nicht, ob die Person zu groß war, erhielt oder was auch immer. Aber ich war... Darf ich fragen? Courtney und Ariel, Sie können auch darauf eingehen, aber ich möchte zuerst von Courtney hören. Ihr Zuhause wurde von Bundesbehörden durchsucht und ich nehme an, es liegt an diesem Material. Stimmt das? Das würde ich nicht sagen. Sie gingen zu jedem von Ihnen und suchten nach mir. Sie sagten, in den Unterlagen stand der 24., dass ich am 28. dort sein musste. Und dann war es der 27. Ich sagte, ich schaffe es nicht dorthin. Das ist morgen, also weiß ich nicht. Vom Aussehen her waren es 4 Tage. Ich möchte spezifisch sein. Ariel, ja. Wenn wir von einer Razzia sprechen, meinen wir einen plötzlichen Einsatz oder eine Durchsuchung, nicht die Zustellung einer für Dokumente, einen Durchsuchungsbefehl oder einen... Aber habe ich das jetzt richtig verstanden? Soweit ich weiß, haben die den jetzt anscheinend... Die haben den aufgefordert, vor Gericht zu erscheinen. Er ist nicht erschienen, ne? Und genau deswegen gab es bei ihm eine Durchsuchung. Nach was sich da stark anhört, wäre eher, dass die halt versucht haben, Zugriff auf diese Tapes zu kriegen. So. Weil diese Tapes, habe ich euch schon gesagt, ne, wenn sie in den Händen der Justiz geraten, wird die Öffentlichkeit das auf gar keinen Fall niemals im Leben jemals sehen können. Niemals. Niemals. Und deswegen hat ja auch diese, deswegen hat auch die Justiz davor Angst oder die Feds haben davor Angst. Die haben Angst, wer jetzt im Besitz dieser Tapes ist und ob diese Person die entweder verkauft oder öffentlich macht. Auch wenn die Feds den einen oder anderen verknasten wollen, ne, was sie nicht wollen, ist, dass Hollywood brennt. Wenn Hollywood ist eine super, super, super wichtige Industrie für Amerika, wenn es um generelle Menschenmanipulation geht, politische Nachrichten oder Messages unterschwellig zu verteilen. So, deswegen ist das für Amerika selber unverzichtbar. Und wenn aber so ein Video leaken würde, wie zum Beispiel J.Lo, Bieber oder Co. mit Didi zusammen, der Schaden wäre nicht in Zahlen aufzuwiegen. Haftbefehl. In dieser Situation wurde gegen Herrn Burgess in keiner Weise, Form oder Gestalt ein Durchsuchungsbefehl oder Haftbefehl ausgestellt oder beantragt. Es war nur die Zustellung einer Vorladung. Wenn die Bundesregierung eine Vorladung zustellen muss, nutzt sie den Marshalldienst, um zu all ihren Wohnsitzen zu kommen, wenn sie mehr als einen Wohnsitz haben. In dieser Situation schickten sie Marshals zu allen Wohnsitzen von Herrn Burgess. Und das wurde irgendwie als Razzia verstanden. Aber er war keiner Razzia ausgesetzt. Es war nur, um ihm eine Vorladung zuzustellen. Arielle, glauben Sie, dass die Vorladungen ausgestellt und ausgeführt wurden, basierend auf dem Wissen der Bundesbehörden, dass diese USB-Sticks existierten und dieses kompromittierende Material enthielten? Ich denke, es basierte auf Aussagen, die Herr Burgess in einem früheren Interview gemacht hat. Und diese Aussagen beinhalten Beschreibungen dessen, was der Zeuge sagt, er habe auf diesen Bändern gesehen. Also fragte ich ihn danach und er antwortete, was er konnte angesichts der Einschränkungen, die ihm nach seiner Aussage vor der Bundesjury auferlegt wurden. Von diesen 8 Videos gibt es 8 Prominente, 6 Männer und 2 Frauen.
Wie viele dieser 8 Prominenten waren fast minderjährig oder möglicherweise minderjährig? 2. 2 Männer. 2 Männer. Und von diesen 8 Prominenten, wie viele von ihnen waren entweder betrunken oder standen unter dem Einfluss von Drogen? Das wird alles Spekulation sein. Ich möchte nur vorweg sagen, dass er nicht wissen würde, ob sie es waren. Lassen Sie mich das basierend auf X und umformulieren. Verstanden. Von den 8 Prominenten, die bei intimen Beziehungen mit Sean Combs aufgenommen wurden, wie viele von ihnen scheinen entweder betrunken oder berauscht oder unter dem Einfluss von Substanzen zu sein? Alle von ihnen. Alle von ihnen. Von diesen 8, wie viele scheinen potenziell Opfer zu sein? Wie viele könnten Täter gewesen sein? Crazy. Alle 8 einfach unter Drogen gesetzt. Unglaublich, unglaublich. Ich denke, das ist wirklich alles, um ehrlich zu sein. Alle waren Opfer. Waren sie Opfer und Täter zugleich? Ja, das waren sie. Alle 8 wurden Opfer, was bedeutet, dass dies ihnen passierte und sie betrunken waren. Richtig. Ohne es zu wissen, schätze ich, wie viel Beweis es für ihr Tun gab. Und von diesen 8 Personen, wie viele schienen potenziell Minderjährige zu sein? 2 bis 3, möglicherweise 3. 2 bis 3. Auch auf den Flash-Laufwerken befand sich etwas, Courtney, was wie ein Manuskript aussah, das von jemandem geschrieben wurde. Es scheint eine Frau zu sein, die Kim Porters private Tagebücher genommen und ein Buch geschrieben hat. Ist das korrekt? Wir wissen's nicht. Wir wissen nicht, wie. Ja, ich weiß es nicht. Wer hat es geschrieben und zusammengestellt? Es war von ihr, als ich mit ihr sprach. Haben Sie auf den Flash-Laufwerken das... Warte mal. I know that you don't want this, but do you want all of this to go away? A whimper is all I could manage. No. He continued too softly. Then we gotta do this. Ich weiß, du willst es nicht, aber willst du, dass alles, weg ist? Ein leises, wimberndes Nein ist das Einzige, was aus mir rauskam. He continued softly, then we gotta do this. Dann sagte er sehr sanft, dann müssen wir das machen. I said, but Sean, I don't believe in all this spiritual crazy shit. Ich sagte, Sean, ich glaube nicht an dieser ganzen spirituellen, verrückten Nonsense. We got here because you are brilliant. Wir sind hierhin gekommen, oder wir sind bis hierhin gekommen, weil du brillant bist. Not because of the sex parties. Nicht wegen den sex parties. Also, ihr müsst überlegen, das sind die Memoiren anscheinend seiner Ex-Frau, ne? Das heißt Tagebücher von ihr, die anscheinend an jemand rangekommen ist und daraus ein Buch geschrieben hat. Und hier liest man gerade ein Gespräch zwischen ihr und P. Diddy und es geht darum, wegen diesen Veranstaltungen, dieser Partys. So, sie ist dagegen. Sie sagt, ey, du brauchst das doch gar nicht, du bist erfolgreich. Und anhand des Kontexts, wie das ganze Gespräch jetzt bis jetzt verläuft, gehe ich stark davon aus, dass seine Begründung für diese Sexpartys ist, dass das anscheinend spirituelle Rituale sind, die seinen Erfolg, ne, die verantwortlich für seinen Erfolg sind. He replied, do you trust me? Er antwortete, vertraust du mir? I did, my soul was so broken, I did, I responded yes. Ja, ich tat es. Meine Seele war zerbrochen, aber ich tat es, ne? Ich responded yes, ich habe mit ja geantwortet. He sighed and he said, then let's do what we need to do to keep what we have. So. Dann sagte er, dann lass uns das machen, was wir machen müssen, damit wir das behalten können, was wir haben. Ich nickte mit ja. Er zieht mich an sich und sagte, danke Baby, wir werden ein wunderschönes Baby haben. Er bestellte Essen und ich habe diese Nacht mich in den Schlaf geweint. I was going to be gangbanged at 9 months. I was going to be GB at 9 months pregnant. Ich würde an dem Abend
von mehreren Männern gleichzeitig, ihr wisst schon was, während ich 9 Monate schwanger bin. Bruder, das hört sich an wie ein satanistisches Ritual. Real talk. Ich wollte meine Kinder aus diesem Leben heraus. Oh mein Gott, meine Söhne, going to have a good godlike name, werden einen guten, gottlichen Namen haben. A Christian name. They're not going to take his soul. Sie werden nicht seine Seele nehmen. Boah, ist das krass. Haben Sie auf den Flash-Laufwerken das fertige Buch oder Notizen von Kim Porter erhalten, die später zu einem Buch gemacht wurden? Es wurde abgeschlossen. Es waren nur etwa 54 Seiten. Sicher. Am Anfang heißt es, Kim ließ mich versprechen, dass ich, falls ihr etwas zustoßen sollte, dafür sorgen würde, dass dieses Buch der Welt bekannt wird. In Sean's Bewegungen erkannte ich, dass ich dieses Versprechen erfüllen müsste. Kim wusste ganz genau, dass ich eine Frau meines Wortes war. Und dieses Buch würde auf jeden Fall gedruckt werden. Es klingt also so, als wäre es eine Frau gewesen, die die Notizen von Kim Porter geschrieben hat. Klingt das richtig? Wir erinnern uns, dass zu dem Zeitpunkt von dem Tod von Kim Porter wurde auch berichtet, dass sie vorgehabt hat, ein Buch über P. Diddy zu schreiben. So, daran kann ich mich noch erinnern. Haben Sie es gelesen? Ja, ich habe das Buch nicht einmal gelesen. Wissen Sie, wer die Frau ist? Nein. Um klarzustellen, er hat es vollständig erhalten. Also denke ich, nur um sicherzustellen, dass wir hier Klarheit haben, das Manuskript, das Herr Burgess erhalten hat, war bereits in seiner vollständigen Form. Es ist nicht so, dass er es bearbeitet oder geändert hat. Verstanden. Er hat es jemand anderem gegeben, der es dann bearbeitet hat, aber so hat er es nicht erhalten. Okay, also, Ariel, hat Ihr Klient Courtney das Buch von der Frau erhalten, die es anscheinend geschrieben hat, mit den Worten, ich bin eine Frau meines Wortes und dieses... Ich weiß nicht, ob er es von einem Mann oder einer Frau bekam. Er kann das klären. Ich habe es von einem Mann erhalten, sage ich. Jemand, den sie datete. Wissen Sie zufällig, ob die Notizen, die aus dem Buch stammen, wirklich von Kim Porter geschrieben wurden? Es war so, ja, weil ich mit ihr gesprochen habe. Wahrscheinlich etwa 6 Stunden, bevor ich es bekam. Ich habe es erhalten. Sie haben da mit Kim Porter gesprochen? Ja. So Kim Porter. Nur um Hallo zu sagen. Okay. Nur um Hallo zu sagen. Wusste ich nicht. Ariel, bitte geben Sie mir Klarheit über den Zeitplan. Nein, ich versuche ihn dazu zu bringen, Klarheit darüber zu geben, ob es ein Gespräch mit ihm gab. Nein, ich sprach mit ihm und er sagte, warte mal, das ist Kurt, bleib hier. Lass mich ihm etwas sagen. Er sagte, ich kenne ihn, stell mich auf Lautsprecher. Dann ist das, wie wir am Ende sprechen. Und dann später brachte jemand etwas. Jemand anderes kam und brachte ihnen das Manuskript. Kurz bevor ich ging. Bevor ich wegging. At least. Nach Ihrem besten Wissen und Gewissen, Courtney, glauben Sie, dass das Manuskript tatsächlich auf den Tagebüchern von Kim Porter... Denn es gibt viel Dialog darin. Ich meine, es gibt Seiten und Seiten von Dialog, was... Ich meine, ich kann mich nicht an das Frühstück von heute erinnern. Geschweige denn an Dialoge von vor 5... Ich denke, das ist die Punktzahl einer Frau. Verstehen Sie? Vielleicht weißt du, was sie durchgemacht hat. Ja, ich verstehe, was sie meint. Aber es sind halt einfach, wenn du Gespräche mit deinem Ehegatten führst, über die Tatsache, dass er möchte, dass du während du 9 Monate schwanger bist, es mit mehreren Männern machst. Ich meine, erstens ist es halt traumatisierend und zweitens ist es auch etwas, was du generell nicht vergessen wirst. Und du wirst dich wahrscheinlich an jedes einzelne Wort, was ihr dann zu dem Zeitpunkt gesprochen habt, ne, grob erinnern können, sinngemäß erinnern können. Glaube ich halt. Es ist, wissen Sie, ich bin keine Frau, also kann ich nur nach dem gehen, was Sie sagen. Ich habe weibliche Freunde und Verwandte. Sie kommen immer ins Haus, voller Verachtung wegen dem, was in der Beziehung passiert ist. Und du kannst nicht. Wenn man verachtet, kann man es nicht vergessen. Wichtig, hier innezuhalten und darauf hinzuweisen, dass Sean Combs beschuldigt wird. Er wurde nicht wegen eines Verbrechens verurteilt. Und bisher ist alles gegen ihn eine Anschuldigung, bis es vor Gericht bewiesen wird. Und eine Jury entweder entscheidet oder er freigesprochen wird. Akzeptiert einen Deal für eines dieser Verbrechen. Aber zu diesem Zeitpunkt der Geschichte
ist Sean Combs keines Verbrechens schuldig. Er ist derzeit angeklagt. Er wird derzeit gegen Kaution festgehalten. Aber wenn Sie neugierig sind und wissen möchten, wie Courtney Burgess heute über Diddy denkt, habe ich ihn auch danach gefragt. Und hier ist, was er dazu zu sagen hatte. Ihr Anwalt hat gerade die Geschichte erzählt, die die Bänder über Diddy aus den letzten Jahrzehnten erzählen. Und ich weiß, dass Sie Diddy schon sehr lange kennen. Können Sie beschreiben, worauf diese Geschichte basiert? Was wissen Sie jetzt als wahr? Die letzten Jahrzehnte von Diddys Verhalten und der Grund, warum er jetzt im Gefängnis sitzt. Ich denke, ich mache das seit 35 Jahren. Ich denke, wir sind wohl zur gleichen Zeit ins Musikgeschäft eingestiegen. Er betrat Uptown. Ich kam zu Big B Atlantic. Damals, denke ich, war er sehr ehrgeizig. Er ging dann von ehrgeizig zu einem anderen Zustand über. Alles tun und dann von alles tun zu niemandem kümmern, den er schlagen könnte. Und dann wandte er sich an Lucifer. Heute schaue ich ihn an. Ich kann es nicht einmal. Ich weiß, ihr nennt ihn Diddy oder Puff. Ich nenne ihn Lucifer. So, das war das ganze Segment. Durchaus sehr, sehr interessant, um ehrlich zu sein. Unglaublich, wie, wenn man eigentlich gedacht hat, alles ist gesagt, ne? Immer wieder was Neues erscheint und immer wieder was, was nochmal eine Etappe höher geht, was nochmal erschreckender ist. Ich glaube, zu diesem Fall gibt es auch einfach kein Ende. Deswegen, meine Damen und Herren, falls euch das Ganze gefallen hat, tut mir bitte einen Gefallen. Like das Video, kommentiert das Video und abonniert den Kanal. Vielen Dank, das war's von mir. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.